Herzlich willkommen bei Eschas Tarot. Lieber Wassermann, liebe Singles, das ist eure Legung, aber auch für alle, die gerade mit Herzschmerz zu tun haben. Ich möchte mal schauen, was die Karten uns da schon sagen, was wir von der geistigen Welt schon sehen dürfen oder beziehungsweise wo ich einen Einblick bekomme mit den Tarotkarten. Und ja, ich mische sie als erstes in der Hand, um zu schauen, ob welche rausfallen. Oder die haken die Karten. Okay, die ersten drei. Oh, das sind sogar drei. Da hat sich einer versteckt. Gut, die ersten drei liegen schon. Okay, das ging jetzt aber flott. Okay, lieber Wassermann, dann schauen wir mal, was die Karten bei dir sagen, was sie uns sagen möchten. Oh, ich habe hier tatsächlich viel in der Mitte hier, das soll das Thema sein, beziehungsweise die Gegenwart. Ich habe viele Atmosphären gerade in den Legungen drin. Deine Atmosphäre ist hier sehr kühl. Ich sag mal so, da wird auch ein Band durchgeschnitten oder es wird sich von irgendetwas befreit. Das Interessante ist hier auch hier, diese Karte habe ich Vergangenheit genannt und diese Zukunft. Das heißt, der Ritter der Schwerter versucht hier Richtung Vergangenheit zu laufen und hier irgendetwas durchzuschneiden. Das auch sehr kühl und sehr rational, aber auf der anderen Seite auch erprescht sehr stark vor. Ne? Das ist so ein bisschen die Atmosphäre, so ein bisschen das Feeling, was wir hier haben. Ne? In der Vergangenheit wurde viel gewartet. Es kann auch sein, dass hier jemand nicht aus den Puschen kam bei dir. Ne? Ich sag mal so, ein Partner, der sich irgendwie nicht richtig zu dir bekannt hat oder der dich einfach hat immer hängen lassen, warten lassen. Ne? Und dieses Band wird irgendwie durchgeschnitten. Das scheint hier irgendwie wichtig zu sein bei dir. Es gibt so unfassbar viele Menschen, die haben mit ihren Ex-Beziehungen noch zu tun. Da läuft noch irgendwas im Kopf ab, irgendwelche Themen, die noch nicht aufgearbeitet sind. Lieber Wassermann, ich kann dir aber sagen, du bist dabei, das aufzuarbeiten und du bist dabei, dieses Band zu durchschneiden. Und dann, wenn das erledigt ist, das ist sehr schön, hier in der Zukunft, in der nahen Zukunft, das hier ist die Chance auf Glück. Das ist tatsächlich wie so, sobald dieses Band durchgeschnitten ist, was dich da noch ein bisschen zurückhält, ne? Sobald das erledigt ist und du bist bereits in dem Prozess, das zu erledigen, das möchte ich einmal ganz deutlich sagen. Du musst da, glaube ich, nichts anderes machen. Mach genauso weiter, wie jetzt gerade du das tust. Aber wenn dieses Band dann durchgeschnitten ist, was es sehr schnell sein wird, dann kommt hier der Strauß von Glück auf dich zu. Das Ass der Münzen ist immer so eine Chance auf wahnsinnig großes Wachstum, aber auch so eine absolute Glückskarte. Ich sag mal so, du darfst dir die Karte vorstellen wie der Topf voll Gold am Ende des Regenbogens, ne? Der kommt dann auf dich zu. Okay, was dich tatsächlich noch ein bisschen behindert, ist, du bist zu kopflastig im Moment. Du bist damit hier mit diesem Thema noch zu stark beschäftigt, ne? König der Schwerter liegt hier im Unterbewusstsein. Das bedeutet so ein bisschen, da wird noch zu viel nachgedacht und da wird sich auch noch auf die falschen Sachen fokussiert. Es wirkt hier aber tatsächlich wichtig. Das wird in naher Zukunft wird dieses Thema nicht mehr wichtig sein, ne? Du schaust, wie gesagt, noch auf diese alte Beziehung oder du bist gefühlsmäßig da noch gebunden, ne? Aber wie gesagt, du wirst dieses Gedankenwälzen, das wird bald aufhören. Das ist das Schöne. Hier haben wir tatsächlich, du wirst quasi vom König der Schwerter, der den ganzen Tag Gedanken wälzt, ne, wirst du, wenn dieses Band durchschnitten ist, wirst du zum Narren. Du wirst frei sein davon. Hier geht es tatsächlich auch darum, um so einen Neuanfang. Ne? Wenn ich von diesem Band befreit bin, dann kann ich wieder frei in die Welt hinauslaufen. Ich kann wieder Dinge kennenlernen, neue Dinge entdecken. Ne? Ich bin nicht mehr so gebunden und es belastet mich einfach nicht mehr. Es wirkt hier tatsächlich so, als ob du hier gerade eine sehr schöne Metamorphose durchlebst. Ne? Irgendetwas, was dich in der Vergangenheit belastet, wird jetzt durchgeschnitten. Du bist damit gerade sehr beschäftigt. Ne? Muss ich jetzt auch einmal deutlich sagen. Aber es sieht hier wirklich so aus, als ob du relativ zügig in naher Zukunft mit dem Thema abschließen wirst und dann wartet der Topf auf Gold und du bist wieder frei. Eine sehr schöne und eindeutige Angelegenheit. Also hier diese Kartenlegung, ich bin richtig begeistert, was du hier liegen hast. Okay, gut. Was du
Was du tun sollst, ist tatsächlich hier weiter kämpfen. Ne? Mach dich frei von diesem Band. Das ist eine ganz, ganz wichtige Nummer hier bei dieser Legung. Ne? Und dann versuche, wenn du frei bist, versuche dich frei zu verhalten, frei zu fühlen und frei zu denken. Wir bestimmen unser Schicksal mit unserem Denken, unseren Entscheidungen und unseren Gedanken. Ne? Das heißt, wenn ich positiv durch die Welt gehe, und das sieht man häufig bei so Menschen, die sehr alt geworden sind, ich sag mal so 100-Jährige, ne? Das sind in der Regel enorm positive Menschen. Also jemand, der immer sehr schwarz malt in seinem Leben, der wird keine 100 Jahre alt, ne? Aber hier geht es tatsächlich darum, dich irgendwie zu befreien und dich auch so zu verhalten. Hier ist wieder eine sehr verkopfte Karte, ne? Das solltest du ablegen. Da solltest du gucken, dass du das loswirst, ne? Auf der einen Seite ist es eine Kompetenzenkarte, aber es ist auch eine sehr verkopfte Karte. Du bist zwar in gewissen Dingen sehr kompetent und du hast auch viel schon gesehen. Es wirkt hier wie, als ob du eine sehr gute Menschenkenntnis hast, aber hier blockiert dich etwas, ne? Wovon du dich befreien sollst. Und hier geht es wirklich in erster Linie darum, ich sag mal, auch gerne etwas naiv, etwas sorgloser durch die Gegend zu rennen. Und dann kommen plötzlich, wie gesagt, dann kommen plötzlich Dinge auf dich zu, die du nicht erwartet hast. Ich sag mal so, wenn du immer die alteingesessenen Pfade abläufst, ne, und immer erwartest, dass da plötzlich ein Topf voll Gold steht, das passiert nicht. Du musst dich wirklich schauen, dass du dich frei machst und auch die gewohnten Pfade verlässt und dich mal so im Unterholz bewegst und mal schauen, mal hier und mal da und mal auch eine Wiese anschauen, die du bis jetzt noch nicht betreten hast, weil da wird der Topf voll Gold stehen. Ne? Im Moment bist du da aber nicht frei. Ja, wie gesagt, weiter kämpfen, dass du für deine persönliche Freiheit. So, was jetzt hier sehr interessant ist, das Ziel, hier haben wir durchweinte Nächte, aber ich glaube tatsächlich, hier geht es in erster Linie darum, auch um deine persönliche Befreiung. Ne? Das ist so ein bisschen das Thema dieser Legung. Diese persönliche Befreiung wird anstrengend. Das muss ich jetzt einmal tatsächlich deutlich sagen. Das Ding ist aber, es wird sich lohnen. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser Legung. Aber was du nicht erwarten darfst, ist, dass dieser Weg leicht ist. Ich denke tatsächlich, du hast dich bereits auf den Weg gemacht. Das ist auch so eine ganz wichtige Sache in dieser Legung. Du bist bereits auf dem Weg für diese Befreiung, aber es wirkt im Moment noch anstrengend. Ganz wichtig, nicht aufgeben. Genauso weitermachen, wie du es jetzt gerade tust. Du musst keine 180 Gradwendung machen. Nein, du bist auf diesem Weg. Du bist dabei, dich frei zu machen und du guckst dir schon mal die ganzen umliegenden Felder und Wälder an und möchtest bereits diesen Weg verlassen. Du bist auf dem Weg dazu. Das Ding ist aber, es kann tatsächlich sein, dass das nochmal sehr anstrengend wird und dass da auch nochmal Tränen fließen. Ne? Vielleicht musst du hier irgendwas aufarbeiten. Vielleicht ist da wirklich eine Beziehung ein bisschen, ich sag mal, auch traumatisch gewesen. Und dieses Trauma möchte noch verarbeitet werden, beziehungsweise du bist jetzt gerade in den Verarbeitungsprozess drin. Deswegen finde ich es so wichtig, nochmal zu sagen, es kann sich anstrengend anfühlen. Unterm Kartenstapel haben wir die zwei Kelche. Das ist eine wahnsinnig schöne Karte. Also wirklich, das ist so eine typische Karte. Dieses, wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir tauschen Gefühle miteinander aus. Es wird alles sehr viel schöner, als es jemals war. Das heißt, wenn du den altbekannten Weg verlässt, ne, dann wirst du hier tatsächlich deinen Topf voll Gold finden und das ist quasi der Mensch dazu. Ne? Also wirklich eine, ich sag mal, von oben gesegnete Beziehung, die dich dann erwarten könnte. Hier neben dem Karten, also das finde ich jetzt auch interessant, ne? Je mehr Karten ich jetzt vom Kartenstapel wegnehme, desto besser wird es. Ne? Hier haben wir, wie gesagt, diese Seelenverwandtschaft. Du triffst jemanden, dem du sehr wichtig bist. Hier haben wir König der Kelche. König der Kelche ist bei mir in den Legungen immer der Herzensmensch. Und hier haben wir eine Sorglosigkeit, Harmonie. Königin der Kelche kommt danach. Ich bin begeistert. Wie gesagt, also es wirkt hier tatsächlich so, je mehr Karten ich dann lege, für den Weg danach, desto schöner wird es. Ne? Also. Ja, wir sind alle Karten durchgegangen. Lieber Wassermann, du bist auf einem guten Weg. Ne? Das ist so ein bisschen das Fazit. Verlasse diesen Weg nicht, oder beziehungsweise mach genauso weiter, ne? Um dann die alteingefahrenen Wege zu verlassen zu können und über deinen Topf voll Gold zu stolpern. Ne? Ich hoffe, das hat dir soweit gefallen. Also ich wünsche dir alles Gute für die nächste Zukunft. Mach genauso weiter, wie du es bis jetzt getan hast. Und bis zum nächsten Mal.